Hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Feuerrot Team Rocket Edition von mir, Team Hube hier auf HubeTube. Heute wie immer etwas Leckeres zu essen und was Kühles zu trinken und hab vor allem ganz viel Spaß. Wir sind auf dem Weg nach Lavandia, weil Fuji rummuckt. Der Junge braucht mal eine Lektion, habe ich verstanden. Unser Chef will, dass wir dafür sorgen, dass die Resource Supply der Cubone Bones nicht auseinanderfällt. Clear the way or I'll run you down. Und der Junge hat keinen Respekt vor uns. Gefällt mir auch nicht. Mal ein bisschen leiser machen hier. So. Eine kurze Pause gemacht und spiele eigentlich direkt weiter. Ich habe normalerweise keine Zeit, aber ich bin so hooked und habe so Bock. Ja. Naja, meine Frau wird mich höchstens umbringen. Was soll's? Oh, super effective. Warum? Ach, weil Erde gegen Gift. Ja. Accuracy Fell ist natürlich auch sehr toll. Minimize, klasse. Weißt du was, du Stück? Da werden wir jetzt einmal tauschen und uns Lauchi hinschmeißen, weil Aerial Ace immer trifft, egal wie klein du bist. Und das trifft Lauchi nicht, weil er fliegt. So, du Schmutz. Er hat's disabled, geil. Gut, der Punkt geht an dich, was soll ich sagen? Ändert nichts dran, ist auch der Slash. Dich zerstört. Tschüss, Grimer. King hat ein Level Up, nehmen wir natürlich herzlich gerne mit. Poison Tail, ja. Klar. Ich versuch, Poison Sting macht 15 Power. Der macht immer schön 50. Geil. Sehr gut. 1, 2 und da puff. King learned Poison Tail. Sehr schön. Grimer. Da lassen wir unseren guten Lauchi drin. Abermals wegen Aerial Ace dann gleich. Noch können wir ihn gut slashen, den Boy. Sludge ist nicht gut. Ist disabled no more. Das hatte ich nämlich gehofft. Wobei ich mehr sogar noch auf ein Slash Critical gehofft habe. Aber gut, ist dann halt wie es ist. Ach man. Das tat jetzt echt nicht Not. Und das doppelt nicht. Das sind so diese absoluten Pokémon-Momente, ne? Der Penner hat ein scheiß HP übrig. Es geht wirklich nur noch darum, ihn zu finishen. Und dann das. Leck mich doch am kleinen Zeh, Alter. Ich glaube, wir haben aber noch irgendwas, um Gift zu heilen. Irgendeine Beere. Im Zweifel müssen wir dann die Fukano gerade trägt, irgendwie wegnehmen. Wenn wir hier kein Gegengift mehr haben. Ja, okay. Pokémon. Hundi. Item. Take. Dann. Back. Berry Pouch. Open. Und use. Und uns Lauchi. Ist immer noch schneller, als wenn wir zu ihm zurückgeflogen wären, um ihn da zu heilen, bla bla bla. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ich würde aber trotzdem erst einmal so vielen Trainern hier wie möglich aus dem Weg gehen. Okay. Einen von beiden musstest du nehmen. What's a cute, round and fluffy Pokémon? Garados! Ich denke, sie wird jetzt einen Jigglypuff rauspacken. Oder ihr Clefairy, auch gut. Hey, show me your Jigglypuffs. Das ist super gut für den Double Kick. Ah, scheinbar doch nicht. Ach ja, der ist ja irgendwie nicht mehr normal. Der ist ja hier Fee oder so. Oder so. Aber dann ist... Oh, Poison Sting ist natürlich blöd. Ich hätte den Schwanz einsetzen müssen, ich Idiot. Vergiftet ist vergiftet. Wobei sie wahrscheinlich durch den anderen schon dead gewesen wäre. Blöd. Zwei Fehler in einem Kampf. Echt dämlich. So, jetzt können wir aber auch den Sting machen. Also vielleicht. Danke, König. Und damit haben wir ein Obstacle weniger auf dem Weg. Noch ein Clefairy. Nein. Und diesmal werden wir auch korrekterweise Poison Tail einsetzen. Tschüss. Oh, ist das schön.
ein richtig damage-bringender Angriff. Auch wenn es ihn leider nicht geone-shottet hat, oder sie. Das Follow Me? The Center of Attention. Ja, super. Das ist gut. Danke. Erinnert mich immer sehr an Bleach. Gänsehautmusik. If you wanna see some action, gotta be the center of attraction. Stop. Don't be so mean to my Clefairy. Ja. Hättest mich ja nicht hier herausfordern müssen. Lavender Town. Der PC Center. Beziehungsweise Peace Center. Fein. Super. Full Health. People will do anything for the sake of money, won't you? There's no job too dirty. No deed too heinous. No crime too wicked. Ja, ist so. Your people killed that poor Cubone's mother. If I had my way, you wouldn't get to heal your Pokémon here. You know how the Cubone species wear skulls, right? People will pay a lot for one. Ja, ich weiß. That's the reason I'm here. Bitch. Da wäre ein Volunteer-Pokémon-Haus. Ah. The ghosts that now plague our Pokémon Tower, they're all your fault, aren't they, Rocket? Just wait till Mr. Fuji gets his hands on you, he'll make you pay. Sass. Von hier könnten wir jetzt auch nach unten gehen und den, hier, Fischer-Typen da eins auf die Mütze geben. Das ist ja so ein Quest, das haben wir vor 2-3 Folgen mal bekommen. Wow, what do you want? Leave us alone, Rocket. Haven't you wrecked enough havoc in this town already? No. Okay. Hello, hello. I am the official name rater. Gut für dich. Wanting to rate the nicknames of your Pokémon? Ja. Yeah. King. King, is it? That is a decent nickname, but would you like me to give it a nicer name? Nein. Okay, also hier kannst du nur den Namen einmal ändern, sozusagen. Was ja sinnig ist. No, please don't kill any more of our Pokémon. Doch. Aber apropos, ich glaube, man könnte hier sinnvollerweise dann einmal... Ja, wobei, Piggy ist besser. Piggy hat ja hier sonst gegen die Geister-Pokémon seine Konfusion. Und gegen Erd-Pokémon, so wie Cubone, sein Wasser. You, you are the reason for all of the misery in this town. Everything for the sake of profit, isn't it? You should be ashamed. No. Are you happy now, Rocket? Will the money from your Cubone skulls buy you forgiveness from all the Pokémon you murdered? Yes. My Growlithe, it's dead because of you. Mr. Fuji will have the lot of you thrown in jail, I know it. No. I am a channeler. There are spirits up to mischief. I sense them high in the tower. Es mir egal, egal. Hier ist nichts? Enttäuschend. Hier hätte man ja sonst Gary irgendwie. Okay. Ich glaube, Gary wird mit seinem Pichgetto anfangen. Ich mach erstmal den mit den meisten KP dahin und das ist gut. Hey, you. What are you looking at? Go mind your own dead Pokémon, I say. Oh, you're the Rocket from before, aren't you? What? Want a piece of me, Paul? I'll have you know I'm way stronger than I was back on Nugget Bridge. You can bet on it. I'll take you on. Right here, right now. Bring it! Ah, what's the use? I really don't want to battle you right now, okay? That's a bad time. Do you want to know why I came here, Rocket? Because my Pokémon died. That's why. Wie traurig. See, there's this guy I know from Pallet Town, where I grew up. His name's Red. A lot of grown-ups think he's amazing, but he's a bit of a loser, really. Anyway, we became Pokémon trainers at the same time, you see, and we battle each other now and again. Just a little while ago, I fought him aboard the SSN in Vermilion. He beat me. He always does, to tell you the truth. But see, this time was different. Red hurt my Raticate really bad in that battle. Really bad. I was weeping and
Nee, it was weeping and bleeding all over. I mean, I could barely get it into the Pokeball. So I rushed out to get it to the Pokemon Center as soon as I can. As soon as I could. But there was all this commotion going on aboard the ship and I kept losing my way and taking all this time and... By the time I got there, the nurse told me it was no use. Raticate was done for, just like that. He's a murderer, you know, a stinker, a loser and a murderer. Ey, was das für Takes annimmt, ne, dieses Spiel und was er aus der Geschichte gemacht hat. Hammer. I hate Red. I hate his guts and I always have. Do you know Professor Oak? Yeah, he's my grandfather, but you sure wouldn't think so. He's the one who licensed me and Red to become Pokemon trainers. And let me tell you, ever since I was little, way before we were even trainers, he always did like Red so much better than he ever did me. Everything I did, all the things I accomplished, and no matter how strong I got, Grandpa always seemed to think Red somehow did it better. Like Red's some special snowflake prodigy and I'm just nobody. I called him, you know, Grandpa, right after it happened. Told him about how I couldn't save Raticate and how sad I was. And do you know what he told me? Oh, that's too bad, son. How about you catch a new one, a stronger one instead? Wichser. He doesn't care about me one bit. But do you want to know another thing? I'm over it now. I'm done being Red's runner-up. It's over. I've decided I'm going to be the Pokemon champion. I don't care what or how long it's going to take, because that's what I'm going to do. And when I stand atop the Indigo Plateau as the strongest trainer in all of Kanto, Grandpa will finally see that he was wrong about me all this time. And nobody will care about Red and his stupid accomplishments anymore. Es ist so traurig, weil du ja weißt, wie die Geschichte ausgeht. Er wird Champion. Ja, für einen Moment wird Oak sicherlich sagen, gut gemacht. Doch Oak wird Red erwarten und Red wird kommen und ihm den Thron wieder entreißen. You know, you're all right, Mr. Rocketman. Grandpa always told me to be cautious around you people, but I don't think you're all bad. You seem like the good, quiet, listening type at least. Thanks for hearing me out. You going up top? How about we tag along? I was unsure before I had the guts to climb all the way, what with the ghosts up there and all. But now there's nothing in the world that can scare me. I'll take anything at all. I'll see you around, Mr. Rocket. Wir sind einfach seine Stütze. Wir sind einfach Garys Freund. Even we could not identify the wayward ghosts, a telescope might be able to unmask them. Ist das gut? Ash ist ein fucking murderer. He is. Begone, malevolent spirit. Na, die ist gleich geblieben. Das sagt sie genau 1:1 auch im Original, bin ich der Meinung. So, Patricia. Sound out ghastly. Ja, verdammt. Dafür hätte ich jetzt halt, wie gesagt, unseren Dings eigentlich haben sollen. Wie ist... Denkst du? Da ist ein Effekt, ja. Naja. Taka, taka, taka. Ja. Ja, macht glaube ich jedes Mal ein Viertel jetzt irgendwie. Shadow Sneak. Poison Tail. Oh Mann, ist das nervig. Gleich auf Piggy gehen sollen, ey. Nightshade. Boah. Die sind so stark hier. Alter Schwede. Aber vom Level her ist es halt auch ungünstig irgendwie für uns. King und Piggy teilen sich die Dings. 88 geben die hier alle, ey. So, und dann machen wir gleich Pokémon. P.
Piggy, Switch mit King. Alter, was das King an Damage gemacht hat. Ich möchte gern erstmal hochgehen zu der einen, die heilt. Ein Elixir nehmen wir gerne mit. Ach, guck mal, da ist er schon und steht. Guck mal, hier könnten wir unser eigenes Ghastly fangen. Was ich auch tun werde, wenn er jetzt nicht gleich irgendwie One-Shot-mäßig stirbt. Was passieren kann, wenn er Curse einsetzt und wir die Konfusion. Na, wir werden einfach mal sehen. Und tschüss. Ja, gut, kritischer Hit ist dann sowieso nochmal was anderes. 244 nehmen wir gerne mit. Awakening, ja gut, whatever. So weit kannst du gucken. Schmutz. Huhuhu. Beat me not. I'm afraid I have to. Young lass. So, Jody. Dein Gast ist sogar Level 23. Schmutz. Also ich hoffe jetzt auch auf Curse und Konfusion und Tod. Das wäre natürlich schön. Vor allem, wenn sich's wirklich komplett durchziehen würde. Wir werden sehen. Und perfekt. Also, besser geht halt echt nicht. Boah, richtig schmackhaft die HP. XP. Dann haben wir hier noch ein Great Ball. Sweet. Vielleicht schmeiße ich einfach in der nächsten Runde. Oder das nächste Mal, wenn ich einen Gast habe, mache ich Aquaknarre und dann sollte das klappen, wenn er sich selber cursed mit einem Great Ball. I hope. Ja, und der hat 24. Gut. Also definitiv ein Level Up. Ey, das läuft hier wie geschnitten Butter. Also ich meine, die Kämpfe sind dadurch nicht spannend oder so. Ist im Gegenteil sogar ziemlich repetitiv, aber sie sind halt einfach. Und wir laufen nicht Gefahr, dass unseren Pokémons was passiert. Wie schlimm wäre das denn, wenn die hier im Pokémon Tower wirklich sterben würden? Der Ort der toten Pokémon. Where is the ghost? It's a gone. Da oben ist nochmal so ein alter Sack. Den habe ich jetzt keinen Bock. Are you superstitious at all, Mr. Rocket? See, Grandpa always told me everything in the world has a rational explanation. But this place, I really don't know what to make of it. All these channelers are acting so weird and, well, they've got this purified, protected zone upstairs. They tell me it's sealed by white magic, and when I stepped on it, I could feel my body just relaxing, letting go. I don't know what to believe anymore. Maybe the world isn't as clear-cut as my grandpa always said. Naja, es ist ja eher so das Problem, dass wir, zumindest meine Meinung, in der Wissenschaft noch nicht so weit sind, dass wir alles erklären können. Ah, guck mal. Enter the purified and protected zone. Whois Pokémon were fully healed. Nice. Cleanse Tag. Was macht denn das nochmal? An item to be held by Pokémon. Wild Pokémon if the holder is first in party. Ach, cool. Das ist natürlich nice. Die nehmen wir mal mit. Ah. You shall join us. By what? Hä? Du ghastly Trainerin. Also die sind ja wirklich nichts anderes als Free Experience und irgendwie Free Money. Außer sie setzen Shadow Sneak ein. Aha. Ist auch noch super effizient gegen uns. Blöd. Effektiv, nicht effizient. Ha, 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 ha. You can't make me confused. Fiend. Ruth, what a nightmare. Ja, ja, Ruth, hättest dich halt nicht anlegen dürfen mit uns. Wie nah musst du denn da bitte rangehen? Give me your all. All what? All my Blaseninhalt? Verpiss dich. Oh, Haunter? Ach, du ahnst es nicht. Ew. Und wenn der jetzt noch was hat, was effektiv ist gegen uns. Gut, Haunter, gut.
auf jeden Fall mit Level Up, wenn wir den jetzt besiegen sollten, wovon ich ja erstmal ausgehe. Du Penner. Du elendiger Penner. Darauf habe ich ja jetzt gar keinen Bock. Also, dann wird King eingesetzt. Shadow Sneak macht ihm hoffentlich nicht so den Damage. Super. Und damit haben wir es, denn wir werden ihn tot poisonisieren. Oh nö, darauf habe ich ja jetzt gar keinen Bock. Ach komm. Ja. Es war so klar. Warum macht die das? Danke, King. Fucking MVP, ey. Mit diesem 1 HP. War vorhin schon so nervig. Mann. So, und dann gab es natürlich doch kein Level Up, weil Experience geteilt. Aber so ein scheiß entwickeltes Pokémon macht halt doch echt einen Unterschied, ne? Ja, naja, naja. Zombies! Karina. Hier zum Glück nur ein Ghastly. Und den werden wir wegkonfusionieren, als wäre es nix. Oh, warum verkörst du uns nicht? Warum? Du Drecksack. Also die Kämpfe sind schon anspruchsvoller als im Original, muss man halt sagen. Gut, hängt vielleicht doch damit zusammen, dass ich hier nicht diesen Starter-Übermachts-Run machen kann. Unser kleines Rotator ist ja leider dead. Headbutt ist super. Da machen wir dann den Tackle weg für. Sehr, sehr gut. Ich glaube, es wäre schon geiler, wenn wir einen Arcani hätten und unser 10-Jahr respektiv. Also eigentlich müsste ich das zeitnah mal machen. So, fully healed. Haha. Komm her mit deinem Ghastly. Bitte lass es ein Ghastly sein. Danke! Bitte curse uns einfach mal, Ghastly. Das wäre so super. Nicht gut, Ghastly. Du bist dumm. Und... ich hätte gehofft, dass es durch das Level-Up ihn jetzt wirklich one-shottet sozusagen. Alter, der Damage. Es ist so krass einfach. So einen normalen, stinkenden Ghastly, ey. Nugget! Das ist ja Premium. Schön. Also ich habe festgestellt, Money kann hier nie schaden. Nehmen wir also mit. Den könnten wir beklauen. These channels are so weird. They're way creepier than any of the ghosts. I even caught a few. Das heißt, dem könnten wir theoretisch auch ein Ghastly zocken, scheinbar. Oh, a few ist tatsächlich in deinem Case wahr, aber die sind dann Gott sei Dank leveltechnisch auch schwächer als die der Channelers. Super. Es ist sogar dann fast noch besser als der Curse, weil war schneller gemacht und den one-shotten wir, das war mir klar. Durch die Tatsache, dass der Level so gering ist. Fabian, Alter. Fabian und seine Ghastlies. Das war jetzt nicht so fein von dir, kleiner Fabian. Hättest doch mal einen Curse ausprobieren können. Die sind super. Ein Arbok. Ja. Piggy muss ja nicht alles selber stemmen. Arbok einfach. Aber es macht ja sogar Sinn, ist ja logisch. Er hat ja gesagt, dass er die Geister hier gefangen hat und da braucht er ja irgendwas, um die zu fangen. Und warum nicht ein Arbok? Oh, das ist, glaube ich, das ist paralysiert, ne?
was ein Schund. Critical Hit. Screech. Doch nur Sachen, die nicht angreifen. Gut. Ha. Crunch. Alter. Was ein Code. Das war ultra risky gerade, ne? Imagine mal, der hätte gekrittet. Imagine einfach, der hätte gekrittet. Puh. Gar nicht gefallen. Da steht er wieder. X Accuracy. Da, 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 da. Müssen wir wieder mitnehmen. Da hoffen wir jetzt einfach mal auf einen Curse und Konfusion One-Shot und dann gehen wir weiter. Ansonsten kann es sein, dass wenn wir zu viel Schaden nehmen, wir halt wieder runter müssen, um zu heilen. Und da habe ich eigentlich keinen Bock zu. Ach Mann, warum setzen die keinen Curse mehr ein? Ätztrainers. Mann, und auch dieser eine HP. Das ist so nervig. Ah, gleich wieder runtergehen, ne? Aber wir haben ein Level Up. Also wenn wir jetzt wieder einen mit Level 24 haben, dann sollten wir den mit Konfusion one-shotten. Komm, was wolle. Okay. Keith Panion. Oh nein, ich dummer Depp, give me blood. Ach, Mann. Das ist aber auch schon wieder... Oh, geil, die hat drei Stück. Level 21, ey. Das Problem ist halt, bei einem Volltreffer wären wir down. Also Volltreffer Nightshade, logischerweise. Und das kann jetzt dreimal theoretisch passieren, wenn ich mich dazu entscheide, es nicht zu tauschen. Wobei, ich muss jetzt tauschen, weil wir sind vercursed und dann sollten wir ihn nicht One-Shot treffen und bla und blob und überhaupt, dann ist mir zu riskant. Ja, jetzt müssen wir mal tauschen. Und dann sagen wir mal... Ich würde sagen... Lauchi mit seinem Aerial Ace ist eine gute Wahl. Und los geht's. Das ist voll fein für mich gerade. Oh ja, perfekt. Besser wäre es gerade gar nicht gegangen. Lauchi hat ein Level Up. Ja, jetzt können wir wieder tauschen zu Pidgey, der nicht mehr verdingsten sollte. Oder wir setzen einfach ganz safe Bundy ein. Und hoffen darauf, dass die jetzt wieder so einen blöden Curse einsetzt und unser Flame Wheel dann ausreicht. Natürlich. Boah, Hundi ist echt squishy. Okay. Hundi ist wirklich, wirklich squishy. Das müsste eigentlich echt Richtung Arcane gehen. Wow, killt es sich jetzt quasi selbst? Wild. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also da dachte ich, dass die KI schon schlauer ist. Also im Kontext Pokémon und schlaue KI zu sprechen, ist immer sehr wild, aber das ist ja bodenlos schlecht, was da gerade passiert ist. Growl. So, dann gehen wir mal fein heilen hier in den coolen Kreis. Thanks. Okay. So. An dem Mäuschen kommen wir ohne Kampf nicht vorbei, ne? Uff, qua. Ever sie uns damit sagen will. Aber sie hat nur einen. Sie hat einen Ghastly. Das ist aber schon wieder 25 dann jetzt. Ich auch ein Level weiter oben. Was ein Scheiß. Und es hat gar keinen Bock auf Curse. Naja. Confusion. Nochmal eine. Confusion.
Irgendwann kommt auch ein Volltreffer von denen, ne? Irgendwann ist es soweit. 500, nehmen wir mit. So, jetzt will ich die Sequenz mit Blue zumindest nochmal sehen, hören, wie auch immer. Ah, und das Item uns noch Jackson. Rare Candy, geil. Well, you ready? We're almost there. I can sense something ominous by that staircase over there. I don't know what it is, but I'm not scared. I'll face it if you will, Mr. Rocket. Okay. Okay. Dann werden wir sehen, was das so Ominöses ist in der nächsten Folge. Ich werde dann zwischenzeitlich nochmal unsere Pokémon heilen gehen, damit wir wunderbar vorbereitet sind für, naja, höchstwahrscheinlich Knogger. Und weiter oben dann Mr. Fiji Fuji. Mr. Fuji. Pokeflöte? Ich glaube nicht. Naja, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.